Bonjour de Saint-Raphaël. Wir sind jetzt heute Morgen von unserem Campingplatz aus schon mal ein bisschen mehr als 10 Kilometer in die Stadt gefahren. Also Fréjus und Saint-Raphaël sind quasi zwei Städte in einem. Und hier sind wir am Hafen angekommen. Man hört es im Hintergrund, hier wird fleißig gearbeitet. Und hier ist der Startpunkt eines Küstenwanderweges, den ich im Marco Polo Heft gefunden habe. Und den können wir nicht komplett gehen, aber wir gehen jetzt einfach mal los. Fahrräder sind angekettet und schauen uns ein bisschen die Küste an. Wow, jetzt sind wir ein paar Schritte die Treppe hochgegangen und kommen sofort in dieses Steinküstengebiet. Ist das nicht echt irre? 8 Meter. Die Fahrräder sind 8 Meter entfernt. Der Hammer. Da hinten, hinter uns Kultur und hier Natur pur. Von der Kultur in die Natur. Deswegen bin ich mal hier hochgeklettert. Da hinten siehst du die Häuser von Fréjus und Saint-Raphaël. Kultur, weil schöne alte Städtchen. Hier, wo du gleich hinschwenkst, Natur, 8 Meter vom Fahrrad entfernt, aber dazwischen noch ein großer Hafen. Diesmal aber nicht mit diesen super Kreuzfahrtschiffen, sondern normale. Ich meine jetzt super Yachten, aber normale. Und sogar ein kleines TUI-Kreuzfahrtschiff. Ich konnte den gerade nicht aufnehmen. Da vorne war so ein Shaolin-Kämpfer. Der hatte auch so eine Pumphose an und so Ballettschuhe. Der stand da mitten zwischen Wäldern, hat er sich zurückgezogen und hat die ganze Zeit auf so Matten draufgeschlagen, um seine Handkanten zu trainieren. Und jetzt hat er sich so ein Gummiband gemacht und steht da so und macht immer so Kraftübungen in einem ganz kleinen Gummiband, so Schlagtechniken. Ich wollte jetzt nicht nochmal hingehen und ihm am Sack gehen, weil wenn er ein böser Kung-Fu-Kämpfer ist, haut er mir nämlich diesen Ring. Aber gut. Übrigens, das erinnert mich daran, da vor ein paar Tagen in San Remo, da haben wir auch so einen Mönch gesehen, der sah aus wie David Carradine aus Kung Fu. Der ging mit so einem Rucksack und barfuß und so einem Wanderstock die ganze Küstenstraße lang. Auch mit so einem rasierten Kopf. Konnte ich natürlich auch nicht aufnehmen. Das ist unhöflich. Hast uns wohl einen schönen Weg empfohlen hier, muss ich zugeben. Wir sind jetzt ein Stückchen in diese Richtung gegangen, diesen Wanderweg, der zum Teil schon ein bisschen anspruchsvoll ist. Und hier kann man wirklich an jeder Ecke stehen bleiben. Dann ist es wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt kommt gerade Wind auf und das ist
sind wirklich wunderschöne Fotos, die da entstehen. Einmal rüberhüllen. Wir sind gerade in Richtung Aix-en-Provence weitergefahren und da vorne steht die Rita gerade an einem Gatter und telefoniert mit irgendeiner Französin, dass die uns reinlassen. Ich glaube, ich kann kommen. Heute sind wir in Aix-en-Provence angekommen. Und zwar habe ich da einen kleinen privaten Stellplatz rausgesucht. Der hatte noch einen einzigen Stellplatz frei. Nach uns ist noch einer rausgefahren, ist aber direkt wieder der nächste reingekommen. Also es ist immer noch busy mit dem Wohnmobil hier durch Südfrankreich zu fahren. Aber wir haben es ja geschafft und jetzt fahren wir mit dem Bus 3-4 Stationen in die Stadt rein. Das haben uns die Leute gesagt, die neben uns standen. Und mit dem Fahrrad ist man auch schnell da, aber muss es dann da irgendwo abstellen und die kleinen Gässchen laden sowieso nicht ein, da mit dem Fahrrad durchzufahren. Also machen wir das mit dem Bus. Während ich mir die ganze Zeit hier diese Kunststudenten angeguckt habe, die den Vorplatz hier malen mit einem Bleistift, war die Rita in der Touristeninformation und kommt hier raus und ich sehe, dass sie schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kringel hat auf der Karte. Ich weiß aber noch nicht, worum es geht. Gehen wir einfach mal los. Ich habe die Frau natürlich freundlicherweise in meinem besten Französisch angesprochen, in der Touristeninfo, und sie blieb dann auch beim Französisch, hat mir alles erklärt, 1000 Kringel eingemalt in den Stadtplan, weil ich gesagt habe, wir haben einen Tag in Aix und wollen uns die Gebäude angucken, weniger die Museen. Und dann hat sie mir mehrere Sachen angekreuzt und mir dann auf Englisch noch einen Plan gegeben. Und der erklärt so ein bisschen die Gebäude, die man sehen sollte. Und es gibt so einen Walk durch die ganze Stadt, wo dann auf dem Boden auch noch so Teile eingearbeitet sind, damit man seinen Weg immer wieder findet. Und den suchen wir jetzt mal. Und auf dem Plan hier habe ich erkannt, dass uns Paul Cézanne dabei hilft, unseren Weg zu finden. Ganz schön kleine Gassen, viele von diesen kleinen, engen Gassen, wo auch Häuser von 1700 und was weiß ich drin sind. Eine Tür pompöser und schöner als die andere. Dann haben wir gerade mal in so eine kleine Nische reingehalten. Und da war in dieser engen Straßenschlucht ein schöner, kleiner, sehr grüner Garten. Was ich schon mal als erstes rausgefunden habe, ist bei diesen ovalen Teile, die so aussehen wie die alten Salinos von uns, aber nur so groß sind. Hier, wie eine Spezialität hier aus dem Ort sind, haben wir jetzt schon mehrere Geschäfte gesehen und die sehen sehr, sehr teuer aus. So. Und ich habe eben mal ein Foto gemacht, wie die in Natura aussehen. Edel und sehen lecker aus. Unser neuer Freund, Paul Cézanne, der uns durch die Stadt führt und schon ein bisschen geführt hat. Jetzt ist aber erstmal Picknick angesagt, natürlich. In Frankreich, wie immer, mit Baguette, ein bisschen Salat und Käse. Nachdem wir auch mal jetzt ein paar Straßen genommen haben, die nicht auf der normalen Route liegen, sondern kleine Sträßchen rechts und links, haben wir sein Geburtshaus gefunden. Paul Cézanne ist nämlich hier geboren. Da steht's. Am 19. Januar 1839. Also die Stadt, die hat mir bisher sehr gut gefallen, weil man sich einfach treiben lassen kann und an jeder Straßenecke kann man links oder rechts abbiegen und man sieht wieder was Neues. Und deshalb ist unser Weg auch relativ planlos, obwohl wir einen schönen Plan haben, den wir eventuell auch wiederfinden, den Weg von Cézanne. Aber zwischendurch biegen wir halt immer noch mal wieder ab, so wie auf unserer ganzen Reise gerade. Wo es uns gefällt, da bleiben wir und wir gucken immer, wo wir noch hinfahren können. Ohne Plan, aber mit viel, viel Spaß.
Also das Reizvolle an dieser Stadt ist für mich, dass es viele schöne alte Häuser gibt und diese schmalen Gassen, die dazu einladen, dass man reingeht und umher schlendert. Jetzt sind wir schon seit ungefähr 2 Stunden hier in der Stadt und gehen durch die ganzen Gässchen. Und das hier ist erstmal die Grenze zur Altstadt. Die haben wir noch gar nicht passiert, weil wir schön Picknick gemacht haben, schön Kaffee getrunken haben. Jetzt fahren wir zurück zum Kermit und dann kommen wir morgen nochmal zurück und dann machen wir die Altstadt. Bleiben wir noch einen Tag länger. Guten Morgen. Hier in der Nähe soll es ein sehr, sehr, sehr schönes und großes, altes, römisches Aquädukt geben. Um da hinzukommen, muss man so hin und zurück ein bisschen mehr als 40 Kilometer fahren. Das haben wir uns heute vorgenommen. Das soll sehr gut sein. Wir hoffen auch, wir finden das. Das wird nicht so ganz einfach. Und wenn wir das finden, dann zeigen wir euch das sehr gerne. Wir machen es jetzt auf den Weg. Und wir haben gerade schon ein Foto mit Hubert gemacht. Hubert auf Französisch, glaube ich. Ganz feiner Kerl. Das ist der Mann, der uns hier in seiner kleinen Wiese parken lässt. Hubert hat mir gezeigt, wo wir grob hin müssen. Von hier aus, da ganz hinten, sieht man so einen kleinen Bergrücken, der so einen kleinen Knick hat. Und genau da ist das Aquädukt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Weg finden. Erster Zwischenstopp, Rotunde. Das ist dieser zentrale Brunnen hier in der Innenstadt. Da sind wir gerade angekommen. Da, wo wir gestern gemütlichen Kaffee getrunken haben und auch gleich schon mal hinwollen, ist jetzt ein riesiger Flohmarkt. Wir drehen jetzt mal eine Runde um den schönen Brunnen und dann fahren wir langsam raus aus der Stadt in Richtung Aquädukt. Kommst du mit? Als du mir von diesem alten Römer-Aquädukt erzählt hast, ne, habe ich mir das irgendwie weit älter vorgestellt. Das sieht doch eigentlich total modern aus. Wir haben uns jetzt schon ein ordentliches Stück aus der Stadt rausgearbeitet. So latent geht es hier immer hoch und haben gerade eine Stelle gesehen, wo die Rita sagte, ach, da hinten kann man das schon in einiger Entfernung sehen. Und jetzt habe ich mal versucht, mit der kleinen Kamera hier, die ich immer in meiner Tasche habe, ein Panoramafoto und ein normales Foto zu machen. Ich hoffe, die sind was geworden. Hauptsache, man sieht schon mal, wo wir hinfahren wollen. Und die Autos, die hier rumknattern, die hören sich zwar laut an, aber die stören uns überhaupt nicht. Wir kommen unserem Aquädukt immer näher. Vor ein paar Tagen noch über den Dächern von Nizza, jetzt über den Dächern von Aiguille. Mit einer wunderschönen Aussicht, von der ich immer hoffe, dass die kleine Kamera da was draus machen kann, damit ihr die mal auch genießen könnt. Hier ist es super schön. Und wir haben jetzt, glaube ich, den 24. Oktober und es ist so kochend heiß, dass ich jetzt meinen Pullover ausziehen muss. Super schön hier. Genau hier treffen 3 Highlights aufeinander. Im Hintergrund die Stadt, in der wir eben waren, also das Dorf Aiguille. Hier das Römer-Aquädukt. Also der TGW. Und ganz im Hintergrund da hinten ist das St. Victoire. Das war die Muse von Cézanne und auch vielen anderen Malern. Also diesen Berg hat Cézanne wohl sehr, sehr, sehr oft benutzt als Motiv und hat sich dort auch immer aufgehalten. Und das soll ein ganz, ganz tolles Gebiet sein zum Wandern und Mountainbiken. Bei der kleinen Pause gerade habe ich ein paar Blümchen auf dem Feld gefunden und unter anderem diese Pusteblume und die sieht doch total anders aus als die Pusteblumen bei uns. Und ich weiß gar nicht, ob im Herbst noch Pusteblumen da sind. Sind ja eigentlich bei uns Frühjahrsblumen. Und hier sind sie im Herbst da. Und jetzt habe ich auch das Blümchen dazu gefunden. Also diese beiden waren gerade ein Blümchen aus einem Stängel. Das sind diese gelben Blumen und das werden die Pusteblumen daraus. Spät im Herbst. Ich komme mir vor wie bei Peter Lustig bei Löwenzahn. Ja, guck mal hier, wie schön. Und weißt du, was mir gerade so einfällt, während du da mit deiner Pusteblume gestanden hast und mir von Herbst erzählt hast? Wir sind jetzt seit
4 Monaten und wir sind jetzt seit 4 Monaten und 24 Tagen unterwegs und wir hatten bisher einen einzigen Tag in Estland, wo es von morgens bis abends geregnet hat. Ansonsten haben wir in der ganzen Zeit keinen einzigen Dauerregentag gehabt und den Tag, den haben wir uns sogar noch versüßt, damit dafür in diese Spezialsauna gegangen ist, falls ihr euch noch erinnert, wo die Frau mit den Holzscheiten geheizt hat, wo es so bullenheiß war, wo ich fast zusammengebrochen wäre. Aber das ist so eine gute, wenn ihr mal überlegt, ob ihr auch was machen wollt. 4,5 Monate oder über 4,5 Monate und ein Regentag, da kann man noch nicht Nein zu sagen, oder? Jetzt sind wir mal bei der Rennradstrecke, die ich bei Komoot runtergeladen habe. Muss mich konzentrieren. Abgefahren und haben wir auf Mountainbike-Modus umgeschaltet. Ja, ja, ja. So ungefähr in Höhe dieser TGW-Trasse, von der ich dachte, da wäre dieses moderne Aquädukt oder eine Autobahn, haben wir da vorne ungefähr so auf Mountainbike-Modus umschalten müssen, um dann hier hochzufahren. Und da konnte ich nicht mehr filmen, weil er war zu heavy. Mal gucken, ob wir jetzt hier quer durch die Büsche fahren, um dann den laut Rita abenteuerlicheren Weg zu nehmen. Allerdings sehe ich den nicht mehr, der ist schon vorgefahren. Jetzt kann ich mal widersprechen. Wir sind jetzt auf einem Stück angekommen, das kann man als ganz normalen Waldweg bezeichnen. Eben das, da waren so Steine, die waren ununterbrochen 15, 20 cm hoch, da war es quasi nur noch am Hüpfen. Und da hat tierische Kraft gekostet, aber hier ist wunderbar. Aber wir haben uns, glaube ich, so ein bisschen verfranst, weil wir müssen alle paar Meter mal gucken, welche Abzweigung wir hier im Nichts nehmen müssen, weil eine Straße gibt es hier schon lange nicht mehr. In welchem Paradies sind wir denn jetzt gelandet? Hier sind alle Kräuter der Provence auf einmal. Hier kann man wunderbar ernten. Rosmarin, Thymian, Lavendel, Salbei, Oregano. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht. Weißt du, wo wir jetzt sind? Hast du irgendwie einen Überblick gehabt? Ungefähr auf dem Track. Ja? Mhm. Ungefähr? Ungefähr. Was fotografierst du denn jetzt da? Das sind hier diese ganzen Sträucher, die man hier sehen kann. Sind Eichensträucher. Also jedenfalls sind es ganz, ganz kleine, pieksige Blätter und da sind Eicheln dran. Was immer das auch sein mag. Und jetzt ernte ich mal ein paar Kräuter. Wir können einfach nicht anders. Der Berg ist so schön. Wir haben noch mal angehalten und machen jetzt das 84. Foto. Die nächste Vollbremsung. Wir sind gerade dabei, hier so schön seicht runterzufahren. In der Hoffnung, dass wir dieses Teil mal finden. Und ich glaube, ich habe doch keinen Unsinn erzählt, weil diese Steinreste, die können nicht von 1800 sein. Das müssen Römer gewesen sein. Guck mal da. Und laut Navi? Ja. Dauert es nur noch 3 Minuten, bis wir da sind. Wir haben gerade schon wieder mal angehalten, weil ich durch Zufall diesen kleinen Abzweiger hier gesehen habe. Und eigentlich wollte ich sagen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir haben es schon mal gefunden. Und die schlechte ist, es ist ohne Wasser total eingerüstet, weil Bauarbeiten sind. Aber ich sage 2 gute Nachrichten. Wir haben es gefunden und es wird noch schöner gemacht, als es vorher war. Und ich habe da hinten um die Ecke so eine kleine Nische gesehen. Da versuchen wir mal hinzugehen. Vielleicht kriegen wir da zumindest schon mal ein besseres Foto. Und danach versuchen wir uns mal näher ranzuarbeiten. Hier kann man es sehen. Man sieht, dass oben drauf Bauarbeiten sind, dass alles eingerüstet ist. Aber von hier aus haben wir zumindest schon mal einen einigermaßen schönen Blick. Da oben drauf kann man auch jetzt, wenn Bauarbeiten sind, diese Fließrinne sehr schön erkennen. Und wenn du mir mal anguckst, was für ein Riesenteil das ist, ne? Die müssen schon in Marseille dringend Wasser gebraucht haben, damit so ein Koloss hier gebaut wird. Eigentlich wären wir ja gar nicht hier oben gelandet bei diesem schönen Aussichtspunkt, weil unsere Strecke wäre ja irgendwo unten gelandet, damit man das Aquädukt von unten sieht, weil wir haben uns ja gar nicht träumen lassen,
auf so einen hohen Berg heute fahren zu können. Aber zwischendurch habe ich dann mit meinem Google Maps nochmal den Punkt angegeben und das war dieser obere Punkt. Und als wir dieser Strecke gefolgt sind, sind wir erstens durch viele schöne kleine Wälder gefahren, haben die tollen Kräuter gefunden und sind auch noch ein bisschen Mountainbike-Strecke gefahren. Teilweise mussten wir ein bisschen schieben und haben hier diesen super Ausblick. Fantastisch. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Aix, ungefähr 48 Minuten. Dann sind wir in der Stadt und gucken mal, was wir da noch alles so zu sehen bekommen. Jetzt überqueren wir den Kanal ein zweites Mal und wir wissen ehrlich gesagt nicht, wo er hinführt, weil da, wo er hin soll, da ist ja gerade Baustelle. Es sei denn, das Wasser wird in dem zweiten oder dritten Drittel des Aquädukts durchgeführt. Das kann natürlich auch noch sein, dass das gar nicht oben drüber geführt wird und man sonst oben drüber spazieren gehen kann. Und schon wieder anhalten. Mit den 48 Minuten dann wird nichts. Entweder ist das ein Mountainbike-Pumptrail oder das gehört zu dieser Cross-Maschine. Da hinten sind die ganze Zeit so Cross-Maschinen rumgefahren. Auf jeden Fall wieder mal ein Grund anzuhalten. Aber wir haben keine Zeit, wir wollen einen Kaffee trinken. Ansonsten wären wir hier ein bisschen rumgeballert. Und bemerkenswert auch der alte Geländewagen von Mercedes, der da mittendrin steht, so als, wahrscheinlich als kleine Basisstation von denen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, den wieder gangbar zu machen. Aber die Jungs und Mädels von der Abenteuer und Allrad, die würden das schaffen, ne? Hundertprozentig. Schöne Grüße. Da mit den 48 Minuten, das wird definitiv nichts, weil wir sind jetzt auf die Straße wieder gekommen, auf die Teerstraße und haben dann festgestellt, oh, rechts ist ja der Bogen und haben dann beschlossen, da nochmal hinzufahren, damit wir euch und uns mal ein Foto machen können. Und hier kann man das mal schön sehen. Hier sieht man auch noch den nicht eingerüsteten Teil und der sieht richtig, richtig schön aus. Für euch. Und wo waren wir? Wie, wo waren wir? Da oben. Oben auf dem Berg. 36 Kilometer später sind wir zwar noch nicht am Kermit, aber es ist ja auch noch früh, 16 Uhr. Und jetzt schmeißen wir uns hier an der Rotonde nochmal ins Getümmel. Gestern saßen zwei nette Damen neben uns und haben sich erstmal schön einen Champagner bringen lassen und dann jeder eine Portion Fritten. Mit Mayo. Mit Mayo. Wir haben die ganz genüsslich verspeist, die saßen neben uns. Heute sitzen wir hier wieder am gleichen Platz, an der gleichen Ecke, nur ein bisschen ein paar andere Tische. Und da der Kaffee gestern so lecker war mit der geschäumten Milch, habe ich gesagt, heute will ich wieder hier einen Kaffee trinken. Und was passiert? Diese beiden Damen von gestern kommen uns gerade hier entgegen. Anscheinend ist das hier sowieso die Ecke, wo die Damen sich gut gehen lassen, weil Die Damen hier vorne trinken sich erstmal mit drei Mann schön ein Bierchen. Ja, und die Damen sind schon etwas länger jung. In diesem Städtchen ist ganz schön mal los. Man hat irgendwie keine Lust zu gehen, aber gleich wird Zeit zum Kermit zurückzugehen. Aber wir gehen noch ein bisschen durch die Gassen. Hier kannst du alles erleben. Hier kannst du alte Damen sehen, die sich schön Bier trinken. Hier kannst du Straßenmusikanten noch und nöcher sehen, die super Musik machen. Eben hat mal irgend so einer mal kurz so eine kleine Tanzeinlage gemacht. Aber du kannst dich für alles die Kamera rausholen. Da wärst du nur am Filmen. Also Aix-en-Provence. Kann man hinfahren. Rita, weißt du, was ein Arschengel ist? Ja. Ein Arschengel ist jemand, der nach außen hin Idiot ist, aber dafür da ist, dir was Gutes zu tun. Wir sind heute Morgen von Aix-en-Provence losgefahren. Von Hubert losgefahren, der kam mit dem Zopf, wo wir uns haben fotografieren lassen, ein sehr netter Mann. Und ein Engel? Ein Engel, ein sehr netter Mann, auch wenn er ein bisschen bizarr aussah und mich eher so ein bisschen an Norman Bates erinnert hat von seinen Verhaltensweisen, aber der war top in Ordnung. Und dann wollten wir nach Arl fahren, auf einen Campingplatz, weil wir anders nichts gefunden haben und wir uns Arl angucken wollten. Und da hat die Frau gesagt, wir kommen mit dem Wagen da nicht rein, der wäre zu hoch. Haben wir sie gefragt, ob wir denn zumindest noch Wasser haben können und Abwasser ablassen. Da hat sie gesagt, auf keinen Fall. Dann hast du vorgeschlagen, ja, wir würden ihr natürlich selbstverständlich auch bezahlen. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Weil, wenn wir da gerade Wasser ablassen, dann müsste einer ihrer Klienten, wovon keiner zu sehen war,
unnötig warten. Daraufhin haben wir beide uns angeguckt und haben uns daran erinnert, dass es Arschengel gibt und das Leben immer für uns ist und sind weitergefahren in die Karmark. Jetzt sind wir in der Karmark angekommen. Auf dem Hinweg war ich schon begeistert und ein bisschen sauer, dass ich nicht gleichzeitig fahren und so eine Drohne hochsteigen lassen kann. Weil dann hätte man diese ganzen Seen und diese ganzen wilden Pferde mal gesehen, die hier rumlaufen. Super schön, da musste ich konzentrieren, dass du nicht vom Weg abkommst. Und sind dann hier auf einen sehr, sehr, sehr angenehmen, ruhigen Platz gelandet, wo wir gerade um 12:30 unser verspätetes Frühstück einnehmen. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, es ist gefühlte 28 Grad, kann aber nicht sein, aber locker weit über 20 Grad. So warm, dass mir das T-Shirt ausziehen musste. Und ungefähr 100 Meter entfernt kann ich schon das Meer sehen. Wenn wir gleich gefrühstückt haben, dann machen wir uns mal auf. Warum für das muss der Kreis geschlossen werden? Diese Frau, diese unsympathische Frau, die war dafür da, dass wir hier landen. Und das ist gut und dafür bedanke ich mich bei ihr.